So, willkommen zurück zu Darkest Solos. In diesem Part holen wir unsere Seelen zurück, hoffen, dass wir nicht sterben währenddessen und machen eventuell einen Bosskampf, den wir eventuell auch schaffen. Eventuell. Na, ich denke schon. Au. Entschuldigung, es liegen 8000 Seelen. Die würde ich schon gern mitnehmen. Ich habe halt aber auch nicht viel Leben, ne? Wir gehen auch mal kurz zurück. Weil so viel Schaden in Anführungszeichen, ein gutes Drittel schon wieder zu verlieren, ne? Bei den ersten zwei Viechern. Das muss ja jetzt unbedingt sein. Die haben mal ganz schön viele Viecher. So, Mission von. Ah, das hat man schon. Ne, ich will da jetzt nicht drunter springen. Das kostet zu viel Energie. So, einer nach dem anderen. Eins, zwei, drei. Der nächste, bitte. Eins, zwei, drei. Ne Pike. Kriege wenigstens mal eure Waffen hier. Wie sieht es denn an der Titanit-Scherbenfront aus? Vier Stück. Ich könnte meine Waffe, glaube ich, upgraden. Wir versuchen es einmal und dann schauen wir, ob man mein Zeug dann upgraden kann. Na, das hat wieder weg getan. Wir rennen jetzt einfach durch. Ich habe da jetzt keinen Bock, gegen die ganzen Viecher da zu kämpfen. Nö, 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 nö. So, dann hier rein. Jo, ich gehe mal weiter, Jungs. Einfach weiter. Ja, dein Einsatz. So, ich nehme meine Seelen wieder. Wisst ihr was? Ich gehe einfach. Ihr macht das schon alles. So, ich glaube da hinten. Aua. Ah, da ist noch einer. Schön. Edgy Bitch. Nee, 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 nee. Ah, snap. Der Kristall weiß es hier. Weisen Sie mir den Weg. Hallöle. Hm? Oh! Sehr schön. Ah. Schön, die Kristalle kommen. Auf die Uschi! So. Der teilt sich natürlich jetzt in mehrere auf, denke ich. Ah, du deinen blöden Kristall da weg. Und da ist er wieder weg. Nee. Put, 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 put. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Oder auch nicht. Ja. Ah ja, wahrscheinlich. Au! Nicht. Wahrscheinlich wegen der violetten Kugel da. Ah, shit. Aua! Heilung! Ah, Schedinski! Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Wir müssen die Phantome erstmal killen. Weil ich denke mal, dass die nicht so viel Leben haben sollten. Ah, oh Gott, jetzt soll ich wieder gegen euch ignorieren. Au. Vor allen Dingen, es ist ja jetzt nicht unbedingt ein starker Gegner. Von daher sollte man schon irgendwie kriegen. Moin, Jungs. So, ich gehe da mal schön außen rum. Ah ja, stimmt, aber irgendwo noch ein Doggy. Hm. Überall die fucking Zauberer hier. Dein Einsatz. Gut gemacht. So, und wir sind wieder da. So, ich hätte erstmal meine Seelen. Ah. Blöde Kristall geht mir wegen auf den Sack.
steht da eigentlich? Ist das etwa gute Arbeit? Zeit für Zuversicht. Ja, ich bin zuversichtlich eigentlich. Wie sieht's denn eigentlich mit dir mit Feuer aus? Auch. Weniger. Da hat mich dein Scheiß umso mehr Schaden gemacht. Entschuldigung. So, wo bist du denn? Da ist er. Aua. Da ist er. So, jetzt heilt er sich wieder auf. Oh Gott, das sind ja viele. Ich habe eigentlich gedacht, wenn nur drei, aber es sind ja schon vier. So. Oh Gott. So, aber jetzt. Au. Heilung. Nochmal Heilung. Ja, auf jeden Fall bleibt er lang genug da, dass ich seine Mimics da bis ich kann. Au. 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 Ah, du nervst mich ein bisschen, weißt du das? Und mach den Abgang. Ja, also geht doch. Da hätte man. So, wie viele Seelen kriegt man denn? Na, das Doppelte. Ja, zum Glück können wir hier gleich weitermachen. War doch in Ordnung. Und wir haben wieder unsere Glut. Denn die Glut tut immer gut. Nein, wir machen jetzt nicht den Fehler. Wir gehen nicht weiter. Weil, wie ich mich kenne, sterbe ich dann zweimal an einer blöden Stelle und dann sind die Seelen weg. Und so kriegen wir wenigstens 3-4 Level-Ups. Machen wir lieber mal. Ah, moin! Ah, du bist auch neu. Wo kommt ihr denn alle her? Ja, bless me auch hier. Moin. Aufnahme passt soweit. So, wieder eine Teedorf 20 Mal. 3000 Seelen brauche ich ungefähr. Sollte man eigentlich hinbekommen. Ja, komm, du machst auch noch. Dann sollten wir eigentlich genug haben. Ja, gehen wir mal da wieder mal ein bisschen auf Stärke. Dann schaue ich noch, ob mein bester Freund noch da ist. Mein zweitbester Freund. Moin, hast du noch ein Level-Up für mich? Jawohl. Wuhu! Machen wir nochmal hier Damage hier. Gut. Ich denke mal, das war's dann auch. Wir haben jetzt, glaube ich. Immer noch? Okay. Ich war nicht gemeint. Achso. Ne, okay. Ich dachte nämlich schon, dass ich das eine jetzt schon 5-mal in Anspruch genommen habe. Ah, jetzt weiß ich ja, wie das mit den Gesten funktioniert. Ich muss X drücken. Und dann mit dem Controller mich bewegen. Und hoch. Ah ja, okay. X und hoch. Ah, wieder was Neues gelernt. So, Della. Dann. Genau. Ich wollte noch schauen, wie es an der Schmiede. Warte mal, ich habe doch. Asche habe ich nicht. Ne. Aschenmann. Genau, ich habe irgendeine Kohle. Du willst doch Kohle, oder? Da freut er sich wieder. Ja. Entschuldigung, ich habe jetzt gar nichts gemacht.
Du freust dich ein wenig zu sehr. Da freut er sich. So. Ah, stimmt, wir haben Essenscherbe haben wir ja auch bekommen. So. Ach, wir brauchen 6 Stück. Hm. Schade, schade auf die Schokolade. Hurra! Durchwirken. Das hat sogar eine B-Skalierung. Aber dafür ist halt CFE ist halt auch blöd. Hat Poison Damage. Aber ich habe keinen giftlichen Edelstein. Oh, Feuer wäre natürlich auch ziemlich sexy hexy. Naja, belassen wir es erstmal dabei. Dann gehen wir zurück. Ja, den Sumpf schauen wir uns später nochmal ein genauer an. Na, ja, aber jetzt keinen Bock. Schauen wir erstmal, was sich hinter dem Hexenmost befindet. Ja, ich bin Mr. Orientierung. Gehen wir erstmal den Weg entlang. Feind voraus. Das ist doch immer schön. Oh nein, es ist der Zweig! Mein größter Feind. Ah. Gute Jas! Versuch rechts. Oh, danke. Hilfreiche Kommentare. So wie ihr überhaupt nicht gewöhnt. Erstaunliches. Vorsicht, Lügner. Ich will aber zurückgehen. Da sind wir viele, viele Gegner. Ja. Das hat sich jetzt gelohnt, meine Damen. Ah, wohl. Als ob ich den anderen auch getriggert habe. Was soll das? Ah. Ist da nicht genug Platz zum Kämpfen hier? Ah. Sei hier kämpft, gescheit. Kannst du mir das vielleicht mal erklären? Ah, shit. Ja, ich habe es mit Blutverlust gesehen, aber ich konnte trotzdem nichts machen. Wenigstens habe ich die Glut aktiv. Also sonst wäre das ungünstig gewesen. Naja, sorry. Hier habe ich wenigstens ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen. Ja, Ausdauer. So, jetzt kommt noch die Tante dran. Nee, das machen wir anders da. Das machen wir ein bisschen anders da. Ja, das war auf jeden Fall ein guter Backstabber. Geh doch mal ins Feuer rein, Feuer rein, Feuer rein. Nee, lassen Sie mich mit Ihrem Wissen in Ruhe. Da singt sie nochmal ihr totes Lied. Und gezuckt hat sie auch nochmal. Wunderbar, sind wir ja eine Linie hier. Der Heroldskopf. Können wir jetzt mal einen gescheiten, eine Rüstung endlich machen? Nur ich habe ein schönes Helmchen auf. Ja, von mir aus. Von mir aus. So, was haben wir hier oben? Ein Bonfeuer, ist das schon mal nice. Ja, machen wir doch weiter hier. So. Was haben wir hier Hübsches? Da ist überall Blut. Warum ist hier Blut? Ah.
Bist du dafür verantwortlich? Ah! Nee, du! Fuck im Himmel. Ach Gott, der hat Leben. Der hat Leben. Aber weißt du, was du nicht hast? Den R2! It was not very effective. Ihr erinnert mich an die blöden Raben. Wo ich nachher überhaupt keinen Bock drauf habe. So, das war jetzt mein R2. Au. Sag mal. Mach aber nicht viel Schaden hier. Oder beziehungsweise jetzt halt viel Verteidigung. Hat er gerade ein L gemacht oder? Er sieht so aus, als würde er so ein Loser machen. Ja, selber Loser. Und nicht einmal Loot. Nicht einmal Loot hat er weggegeben. Ja, da ist doch einer von den Helden. Tolle Aussicht. Das ist ja schön. Ich hätte ein bisschen mehr als nur eine Aussicht. Das hätte ich doch gern. Titanitscherbe Nummer 5, das heißt, wir brauchen nur noch eine. Dann kann ich meine Waffe upgraden. Also gut, mein Freund. Ah, du hast eine Axt. Schön. Ah, da hat genauso viel Leben. Aber mit R2 lippt gerade ein bisschen. Spoiler, es war kein R2 jetzt. Spinnenschild. Ah, mal den Loot bekommen. Waren das jetzt besondere Gegner oder kommen die wieder? Ich will es jetzt nicht ausprobieren. So, was haben wir hier Hübsches? Ein Doppel. Und ein Pfeil, der mich fast getroffen hätte. Sehr schön. Ah ja, okay. Die Scheiße haben wir also. Obwohl hier viele Bogenschützen anscheinend sind, zielen ist jetzt nicht so ihre Devise. So, Doggy, kommst du? Deine Brüder für alle getötet. Alle. Der Skill. Hey, der erste, der mich getroffen hat. Herzlichen Glückwunsch. Der Preis ist meine Klinge. Und ein Trinkchen für mich. Einziges Gebräu. Top, top. So. Oh je. Fällt mir nicht. Du siehst aber. Einfach nein. Ich hatte gedacht, das sieht nicht besonders aus. Ist ein Hinterhalt, aber dann zündet er sich einfach an. Oh, moin. Freund. Wurf. Okay. Hallöchen, Leute, ich hätte gerne den Loot. Oh Mann, das sind auch Helden. Oh, nice! Nice, nice, nice. Es gibt gerade so viele Wege. Ich weiß gar nicht, wohin ich will. Vor allen Dingen auch beim Hexenweiser gibt es ja noch einen anderen Weg. Und den Sumpf haben wir. Ah, es sind so viele Wege. Wahrscheinlich ist hier dann eh sowieso Feierabend.
Wahrscheinlich komme ich eh von der anderen Seite erst hier. Ich kann's aufmachen. Heieiei, das ist ja wie Ostern und Weihnachten zusammen hier. Oh, Bonfeuer. Leuchtfeuer voraus. Das ist sehr lieblich, finde ich. Nicht einmal ein Bosskampf. Oder? Ah, ja, stimmt. Da kann man dann verschiedene Shortcuts dann freischalten. Dann kommt man dann von hier rein, dann von da und so weiter. Ja, gut. Wunderbar. Da war ein Loot. Den holen wir uns natürlich auch. Stachelpeitsche. Für die harten Spielchen. Ich denke mal. Genau, kannst du nicht öffnen. Dann schauen wir uns das andere an. Wird sich wahrscheinlich auch nicht öffnen lassen. Genau. Ja, das macht aber nichts. Denn ich würde sagen, wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Haben wir doch relativ viel erreicht. Im nächsten Part schauen wir einfach weiter, was hier den Hügel oben weitergeht. Bis dann.